Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Russian Fishing 4 mit dem Arno Waterfrank. Wir sind hier gerade auf Weißlachs und mal gucken, was hier sonst noch so beißt. Ich habe gerade schon einen kleinen Glattstör, da kommt schon der erste Weißlachs, 4,4. Ich habe gerade noch einen kleinen Glattstör gezogen. Ich mache mal hier wieder die Glocken, die Blinker ran. Hier habe ich jetzt Laube, S2er Haken, 35 Kilo Fluorocarbon, V-Fach 60 cm. Wenn ihr jetzt natürlich jetzt eine kleinere Rute habt, könnt ihr natürlich dann auch 27er oder 22er Vorfach nehmen. Dann hier einfach 17 Meter Clip Richtung, Richtung Süden hat er gesagt, okay. Aber hier geht es eigentlich auch ganz gut. Ich hatte jetzt hier schon einen kleinen Rapfen, hatte ich vorher noch gehabt, und einen Glattstör. Gucken einfach mal, was jetzt hier beißt. Eine Rute habe ich auch noch auf Rotauge. Was ist das jetzt hier? Nochmal wieder einen kleinen Rapfen. Vielleicht fangen wir auch nochmal einen größeren Rapfen. Ja, ich stehe jetzt hier bei 63, 133. Das ist hier, wo hier, ja, wo hier die Kanäle sich trennen. Mal ein bisschen mehr Richtung Süden vielleicht werfen. Aber ich denke, er hat auch einfach gerade rausgehauen. Wie gesagt, hier habe ich jetzt mal Rotauge drauf. S4er Haken auf Fluorovorfach. Habe jetzt extra mal ein größeres Fluorovorfach genommen, falls hier mal ein Stör oder sowas reingeht. Ja, Laubenstippen könnt ihr zum Beispiel am Steg, an der Wolchow, da wo die Boote stehen, mit Fliege ganz flach einstellen. Da könnt ihr zum Beispiel Laubenstippen. Ansonsten halt am Windenbach mal gucken, wo die da gehen. So, ich werde jetzt ja erstmal wieder einen Cut machen und dann mal gucken, wann die nächsten Bisse kommen. Und da kommt auch schon der nächste Biss. Mal sehen, was das jetzt ist. Ja. Könnte auch wieder ein Weißlachs vielleicht sein. Ja, wieder ein Weißlachs. Boah, 5,6. Sehr schöner Fisch auf jeden Fall. Bringt auch gutes Silber. So, hier nochmal ein kleinerer Biss. Oh, nochmal kleiner Rapfen. Mal sehen, vielleicht fangen wir heute auch nochmal einen größeren Rapfen. Hier, der hat schon einen Haken. Der hat zumindest schon mal einen Haken. Hier, die andere Rute geht auch schon. Rotauge ist noch ruhig. Was man halt hier auch nochmal probieren kann, wären halt 9 Augen als Köfis. Da habe ich früher auch gute Bisse drauf gehabt. Hier ein Zander. Stimmt, Zander beißt ja jetzt auch, ne? Hier wurden auch schon Trophy-Zander gefangen, glaube ich, an dem Spot. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal an den Henchmann, an den Rolf, der das bei mir im Discord gepostet, den Spot. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal. So, jetzt haben wir nochmal ein paar kleinere Bisse hier. Das ist was ganz, ganz Kleines hier. Das ist ein kleiner Zander. Mal gucken, wenn jetzt der Abend kommt, vielleicht beißen da nochmal ein paar größere. Mal gucken, ob jetzt noch was anderes gebissen hat. Ich guck mal mit G. Flackern tut erstmal nichts. Wie gesagt, manchmal hängen sich die Fische einfach so ganz klein ran. Und dann müsst ihr halt mal gucken, entweder halt die Rute in die Hand nehmen, R drücken oder halt mal vielleicht. Ich weiß halt nicht, ob er jeden anzeigt hier, ob da einer dran ist, wenn ein ganz kleiner dran ist. Hier kommt jetzt der nächste kleine Biss. Auch wieder was ganz Kleines. Ja, ich denke mal, jetzt, weil jetzt gerade nachmittags ist, jetzt halt viele kleine Fische, nochmal ein kleiner Rapfen. Ich glaube, ich werde das Rotauge eventuell mal austauschen gegen ein neues Auge. Ich glaube, ich habe jetzt hier noch, die Bisse waren Laube, Laube, Laube. Also ich, oh, oh. Okay, Rotauge. Gut, dass wir den noch nicht ausgetauscht haben. Mal sehen, was jetzt hier drauf geht. Ich bin gespannt. Weil Weißlachs, weiß nicht, ob die auf Rotauge gehen. Doch, die gehen auch. Ah, geil. Ja, cool. Ja, dann lasse ich Rotauge mal drauf. 6,6 Kilo. Wie gesagt, Rotauge könnt ihr auch fangen am Moskitosee. Zum Beispiel bei den Geschenken sind ja immer noch da, ne? Sind ja immer noch da und Weihnachtsstand ist ja auch noch da. Ansonsten halt am Windenbach oder ich glaube selbst an der Festung kann man auch
noch Rotaugen versuchen zu fangen als Köfi. Da kommt schon der nächste Biss. Wieder auf Laube. Und der nächste Weißlachs. Sehr schön. Wieder 4 Kilo. Auch wieder Chatgröße. Haben wir auf jeden Fall jetzt wieder schön zwei Fische rausgeholt. Mal sehen, was der Abend noch bringt. Ob denn die Zander und Rapfen vielleicht nochmal größer einsteigen. So. Was das jetzt hier ist. Auch nochmal ein kleiner Rapfen. Also Rapfen gehen hier schon mal ganz gut. So, mir eine gute Kombi. Weißlachs, Rapfen bringen beide gutes Geld. So, viele Bisse habe ich jetzt auch nicht mehr gehabt. Noch ein paar kleinere. Ich glaube, ein kleiner Barsch ist jetzt noch im Kescher. Aber ansonsten war da jetzt auch nicht viel. Jetzt hier nochmal ein kleiner Weißlachs. Aber wenigstens mit Haken. Genau, der Barsch. Ansonsten war jetzt nur Fische, die jetzt halt keinen Haken hatten. Nochmal ein paar kleine Rapfen habe ich nochmal gezogen. Gucken, ob jetzt in der Nacht noch irgendwas geht. Ansonsten den Morgen halt nochmal abwarten. Jetzt mal ein bisschen auf Rotauge. Könnte auch nochmal Weißlachs sein, ne? Ne, was ist es? Zander. Gucken, ob der. Ja, ist Chatgröße sogar. 2,2. Alles klar. So, Rotauge haben wir nochmal ein Biss. Mal gucken. Und gerade noch eine kleine Quappe gezogen. Hier kommt nochmal ein Zander. Ja, schade, dass jetzt hier nachts auch so wenig Zander bloß sind. Ich habe jetzt gehofft, dass nachts jetzt vielleicht nochmal ein größerer Zander einsteigt. Ich gucke gerade nochmal. Rekorde Zander. Wahrscheinlich mit Spinning. Die werden sie wahrscheinlich mit Spinning. Ne, auch Laube Rotauge. Okay. An der Achtuber. Also eigentlich da, wo wir jetzt stehen, ne? Jetzt haben wir nochmal ein kleinerer Fisch hier. Nochmal ein kleinerer Zander. So, hier haben wir nochmal einen Biss. Auch wieder was Kleineres. Ja, leider nichts Großes jetzt mehr. Ich hoffe, dass jetzt der Morgen eventuell noch mal ein bisschen was Größeres bringt. Wobei Zander auf jeden Fall nachtaktiv sind, aber Rapfen und Weißlachs dürften jetzt ja wieder aktiv sein. Obwohl, ich glaube, Weißlachs war immer so früh, also die Abendstunden und die Morgenstunden. Ne? Na, mal sehen, ob jetzt noch mal was geht. Wie gesagt, bisher 8 Fische in 47 Minuten ist jetzt natürlich nicht so doll. Auch schon, glaube ich, jetzt schon 20 Lauben verballert. Und ungefähr so 4 Rotaugen. So, jetzt haben wir, glaube ich, mal einen besseren Biss hier, oder? Ein bisschen besseren. Könnte jetzt wieder ein Weißlachs sein. Vielleicht. Ja, Weißlachs. Ja, 5,5 immerhin. Jetzt wieder die frühen Morgenstunden. Ich würde sagen, bis um 12 würde ich hier noch machen. Dann sind die Köder nachher eh so gut wie alle. Gucken, ob jetzt... War mal der erste vernünftige Biss seit 20 Minuten. Der hier war noch richtig klein. Ja, am Anfang war es halt ein bisschen besser, ne? Ja gut, aber auch nur 4 Fische, ne? Obwohl, der hier noch dazu. Denn 5 Fische in 16 Minuten. Also 5, die Haken oder Chatgröße haben. Ich weiß jetzt auch nicht, wie der Spot weiterhin läuft, ob der jetzt genauso weiterläuft jetzt die zweite Stunde oder ja, ob die Bissfrequenz ja noch weniger wird. So, hier haben wir jetzt auch nochmal einen Biss. Mal gucken, was das jetzt hier ist. Ja. Ein Rapfen. Jetzt kommt mal ein größerer Rapfen. Jetzt kommt mal ein größerer Rapfen.
Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt erst. Oh, da kommt noch mal ein Biss. Was Kleineres. Ich würde sagen, ich breche das jetzt hier erstmal ab. Und jetzt ungefähr eine Stunde hier. Vielleicht habt ihr ein bisschen mehr Glück. Ich bin jetzt bei 11 Fischen. Ungefähr eine Stunde jetzt. Guck gerade mal. Ja, 11 Fische. Gucken wir jetzt, was wir verdient haben. Mit den 11 Fischen. Also, puh. Könnte auch besser laufen eigentlich, ne? So viel war das jetzt nicht. Vor allem halt relativ viele Lauben beangelt. Also ich schätze mal so, ja, so für eine Stunde oder ein bisschen drüber könnt, braucht ihr auf jeden Fall, ja, so 25 Lauben braucht man schon. So, wir haben jetzt verdient 332 Silber, eine Stunde, 2 Minuten. Ja, gut, ist jetzt nicht die Welt, ne? Gut, das soll es erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Einschalten und dann bis zur nächsten Folge. Euer Naboto Freak. Tschüss.